Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Der heutige Vlog dreht sich ganz um das Thema, was Frauen wollen, was sich Frauen beim Sex wünschen, was Frauen generell von Männern möchten und dann aber auch wieder immer so ein bisschen meine Bewertung dazu. Ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Und ich möchte gerne, dass du heute mitarbeitest, denn was Frauen wollen, ist ja nur die eine Seite. Und ich habe viele Frauen jetzt in den letzten Jahren gecoacht oder, ja klar, letzte Jahre, aber es sind inzwischen fast 10 Jahre. Und es ist einfach so in diesem Teil, du merkst einfach, in diesem Coaching mit Frauen merkst du einfach, dass sie eigentlich im Endeffekt unterm Strich alle das Gleiche wollen, alle das aber anders kommunizieren und es deswegen für Männer so schwierig ist, da zu selektieren und zu sagen, was ist ihr jetzt wichtig und was nicht, weil die meisten Frauen, nicht alle, aber die meisten sind nicht in der Lage, ganz konkret ihre Wünsche zu äußern und das aber so, manche können es äußern, aber nicht so verständlich, dass ein Mann das auch wirklich, dass es rüberkommt. Und das werde ich alles so ein bisschen kommentieren und ich möchte gerne, dass du heute mitarbeitest und zwar drück mir jetzt erstmal einen Daumen nach oben, drück mir einen Daumen nach oben, gib mir einen Daumen nach oben, wenn du Bock hast, dass ich mehr Videos darüber drehe, was Frauen wollen, was Männer wollen, wie das Ganze zusammenpassen soll und dann weiß ich, dass dich das interessiert. Und natürlich, wenn du mir ein Abo da lässt, kriegst du auch immer mit, ja, wenn ich was Neues drehe. Oh Leute, jetzt läuft einfach meine Nase, eben war gar nichts und jetzt läuft meine Nase. Also ich mache es ganz kurz, ich werde euch heute den ganzen Tag mitnehmen und immer mal wieder was sagen. Ich habe mir eine Riesenliste gemacht, vielleicht schaffe ich nicht alles heute, aber deine Mithilfe ist auf jeden Fall gefragt, denn du sollst mir jetzt in die Kommentare schreiben, was denn der Umkehrschluss beim Mann wiederum ist, also was wünscht sich der Mann in dem Punkt von der Frau und wie ist das für den Mann am besten verständlich. Auch im Coaching mit Männern habe ich ja sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt und es ist einfach auch da so, dass klar nicht die Last auf den Schultern der Männer liegen sollte, dass die alles der Frau deuten sollten, aber es doch um einiges leichter für den Mann ist, etwas zu deuten, weil er jetzt zum Beispiel hier ein Video geschaut hat und weiß, okay, so und so kann man das interpretieren, als eine Frau zu finden, die man vielleicht so umdreht, damit die das Ganze so verständlich kommuniziert. Ihr wisst, was ich meine? Man kann es ja schlau angehen und deswegen möchte ich einfach auch hier, dass ihr mir ganz aktiv in den Kommentaren eure Gedanken dazu mitteilt und ihr wisst, darüber freue ich mich immer. Also, bis gleich! Das hier ist der Blick, wenn ich wach werde. Ich schlafe nämlich direkt unterm Dach. Das heißt, übrigens hier super süß, schaut mal. Das habe ich als Kind da mal dran gemacht und nicht mehr abgekriegt. Das heißt, heute Morgen wurde ich geweckt von Regentropfen. Yippie, Weihnachtsstimmung. Das ist mein befreiendes Geräusch am Morgen. Meine Kaffeemaschine. Es ist 10 Uhr und ich nehme jetzt mein zweites Frühstück zu mir, bestehend aus einer Marine, wer suchtet sie auch? Die Marinen. Nein, bestehend aus einer Mandarine und einem Kaffee. Oh, mein Hals ist schon wieder irgendwie, Leute, ihr habt mich schon gefragt, ob ich rauche. Nein, ich rauche nicht. Aber, oh, schaut mal, der Tannenbaum ist einfach umgefallen da draußen. Scheiße, so windig heute. Ich rauche nicht, aber ich habe morgens irgendwie immer so, weiß nicht, es ist so, so Frosch im Hals irgendwie. Hallöchen, jetzt mal kurz die andere Perspektive. Ich sitze einfach schon mit meiner Jacke am Küchentisch und habe jetzt meine Marine aufgegessen. aber ich habe meinen Kaffee irgendwie vergessen zu trinken und jetzt sitze ich noch hier. Will eigentlich einkaufen gehen, aber naja. Gut, dann kann ich euch einfach jetzt auch schon hier meinen ersten Punkt erzählen. Und zwar, es geht ja darum, was Männer von, es geht darum, was Frauen von Männern wollen oder was sie nicht wollen und das auch teilweise in Bezug auf Sex. Und ich wurde in der letzten Zeit extremst oft gefragt, Buffy geht wieder in ihr Köpfchen in den Flur, ich wurde extremst oft gefragt in letzter Zeit, was ich denn dazu sage, ob man Sex beim ersten Date haben sollte. Und das fragen sich sehr, sehr viele, offenbar auch schon, bevor das erste Date überhaupt stattgefunden hat. Also das heißt, man hatte noch nicht das erste Date mit der Frau, fragt sich aber schon, ob das okay wäre oder ob das möglich wäre, schon beim ersten Date Sex zu haben. Also Fakt ist einfach, und da habe ich schon mal ein Video zugedreht, nicht konkret zum Sexthema, aber ich habe gesagt, das Problem ist, wenn du mit der Frau eine Beziehung willst und ihr signalisierst, dass du eine Beziehung möchtest, wird sie nicht mit dir ins Bett gehen, höchstwahrscheinlich, je nachdem wie sie drauf ist, weil sie denkt, dass sie dir damit signalisiert, sie wäre eine Schlampe und deswegen kein Beziehungsmaterial für dich. Also du musst dir vorher nicht die Frage stellen, Sex beim ersten Date ja oder nein, sondern was will ich überhaupt von der Frau? Weil willst du mit ihr eine Beziehung, musst du ihr das auch nicht signalisieren, kannst dann aber davon ausgehen, dass sie
extra nicht mit dir schlafen wird, weil sie dir nicht zeigen möchte, dass sie leicht zu haben ist und du irgendwie denkst, sie würde das mit jedem machen, weil dann würdest du sie ja minderwertig betrachten, was die Beziehung angeht. So die Logik vieler Frauen. Es gibt Frauen, die sehen das Ganze anders. Ich persönlich würde niemals beim ersten Date mit einem Mann schlafen, aber das ist wieder so eine Einstellungssache. Ich persönlich würde wahrscheinlich auch nicht beim zweiten Date mit einem Mann schlafen. Abgesehen davon bin ich verheiratet, aber ich habe da einfach andere Prinzipien. Nur, es ist eben so, dass viele Frauen diese Prinzipien nicht haben, aber die sind vielleicht für dich auch nicht zwangsweise Beziehungsmaterial. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn du eigentlich nur Spaß möchtest, wirst du sicherlich, wenn du entsprechende Signale sendest, auch beim ersten Date Sex haben können. Hundertprozentig, aber dann wird das Ganze nicht auf eine Beziehung höchstwahrscheinlich hinauslaufen, je nachdem, wie sich das mit euch beiden noch entwickelt und ob ihr euch ein zweites, drittes und viertes Mal trefft, ja, weil auch durch körperliche Nähe kann ja Intimität und später eine Liebesbeziehung entstehen. Das ist auch nicht ausgeschlossen, muss ich dazu auch sagen. Was ist denn eure Meinung dazu? Schaut mal, was ich gerade hier gefunden habe. Ein kleines süßes Hündchen. Wer kennt meinen Hund von meiner Instagram-Story? Das hier ist Buffy. Sag mal hallo, hallo, hallo YouTube-Welt da draußen. Ich bin schüchtern. Das ist meine kleine Waffi, die ist schon 12 Jahre alt. Und die kann super viele Kunststücke. Soll ich euch das mal zeigen? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr Buffy Kunststücke machen sehen wollt. Wollen wir Kunststücke machen? Hm? Wollen wir ein bisschen was zeigen? Wir wollen schlafen und kuscheln. Ich bin fast die Einzige, die sie so im Körbchen anfassen darf, sonst wird sie da immer ganz, ganz krantig und zieht die Lefzen hoch und knurrt. Aber ich darf bei ihr alles machen, gell, Mausi? So, ihr Lieben, jetzt habt ihr ein bisschen meinen Hund kennengelernt. Auch wenn sie klein ist, die ist ein süßer Hund. Ey, Leute, ohne Scheiß, jetzt mal, ne? Bin ich die Einzige, die bei dem Bild schon wieder an irgendwas Perverses denkt? Sorry for that. Wisst ihr was, Leute? Ach scheiße, jetzt läuft wieder das Radio. Ey, ich krieg die Krise, ne? DSGVO und GEMA und alles Mögliche. Und ja, und dann guckt meine Mutter auch noch meine YouTube-Videos. Nein, Spaß, hi Mama. Aber ich fühle mich so eingeschränkt. Das ist Wahnsinn. Ich will euch manchmal irgendwie ein cooles Lied zeigen, was ich mag. Oder ich will irgendwie über irgendein Produkt reden, was ich gerade super gerne benutze. Und dann kommt dann gleich wieder einer mit dem Zeigefinger und sagt, das ist Werbung, das darfst du nicht, das musst du kennzeichnen. Und ich denke mir so, Alter, oh Gott, das war so einfach vor so ein paar Jahren. Da konnte ich aus dem Bauch raus erzählen, aber jetzt... Naja, Leute, gut, es geht heute nicht um Produkte, es geht um Frauen, aber die kann man auch, die müssen sich auch vermarkten und auch Männer müssen sich vermarkten. Es ist alles ein Geschäft. Jetzt ist mein Akku wieder fast leer. Mensch, es ist alles ein Geschäft und in ein Geschäft gehe ich jetzt auch gleich einkaufen, aber ich möchte vorher noch mal kurz die Zeit nutzen, in der Hoffnung, dass es weniger regnet, wenn ich gleich rausgehe, weil ich habe keine Kapuze. War nicht so schlau. Nun gut, also Frauen. Frauen können manchmal Dinge nicht so ganz kommunizieren. Entweder sie halten komplett ihre Klappe. Und das finde ich ziemlich dumm. Also wenn ihr jetzt gerade Frauen zugucken, warum ärgert ihr euch innerlich, bestraft den Mann dann mit irgendeinem zickigen Verhalten, sagt aber gar nicht, worum es euch eigentlich geht. Ich verstehe diese Logik nicht. Also ich mache das immer so, wenn mich was ärgert, dann sage ich, hey, das finde ich jetzt nicht so gut, weil... So, und dann hat derjenige Zeit, darauf zu reagieren. Ich bin nicht gemein, ich schmeiß dem das nicht aus dem Fenster. Ich mache einfach nur so, wie sagt man, wie ich gerne behandelt werden möchte. Ich verhalte mich so, wie ich gerne behandelt werden möchte. Nun gut, aber liebe Männer, das hilft euch jetzt wenig, wenn ihr da eine Frau da draußen kennenlernt, die irgendwie ziemlich kryptische Aussagen tätigt. Oh Gott, Leute, sorry. Was kannst du also tun? Du solltest sie versuchen zu animieren, mit offenen Fragen dazu zu bringen, das zu sagen, was sie gerne möchte. Also heißt, wenn du zum Beispiel fragst, warte mal, oh Gott, mein Arm tut total weh. Okay, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, worum geht es dir gerade konkret? Ja, oder was ist gerade grundsätzlich das Problem? Also indem du einfach ganz, ganz offen fragst, hey, mach doch mal Klartext jetzt, Mädchen. Und das machen die dann in der Regel auch, ja. Also natürlich müssen die das üben und natürlich funktioniert das nicht direkt beim ersten Mal, aber mit offenen Fragen, weil das Problem ist, wenn du dann zurückkeifst, einer muss der Klügere sein, es ist so, weil sonst schlagt ihr euch die Köpfe ein. Dann könnt ihr euch gleich bei Bauer sucht Frau oder irgendeinem anderen, ich schaue kein Fernsehen, wie heißen diese Sachen? Hartz IV Tag und Nacht? Nee, scheiße. Okay, ihr wisst, was ich meine. RTL, Pro 7, was auch immer.
könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr euch die Köpfe einschlagen. Aber das Ding ist, wenn ihr es lieber harmonisch wollt, stellt offene Fragen und versucht das Ganze so ein bisschen so rauszukitzeln. Wenn das nicht funktioniert, das ist auch relativ wahrscheinlich manchmal, weil zum Beispiel funktioniert das bei Frauen, die man gar nicht gut kennt, ja so überhaupt nicht, weil die können ja nicht offen und ehrlich sein, weil die kennen euch ja nicht. Zum Beispiel, wenn man jemanden nach einem Date fragt und der gibt so unklare Aussagen, ob sie möchte oder nicht, so was von wegen, ja mal schauen oder so, dann könnt ihr sie fragen, was würde denn dafür sprechen? Also nicht fragen, was würde denn dagegen sprechen, sondern fragt sie ruhig, was würde denn dafür sprechen? Und dann versucht sie in ihrem Kopf schon eine Lösung zu finden, ja, was würde denn dafür sprechen? Und ist so bereiter, mit euch auf ein Date zu gehen. Stellt immer solche Fragen, nicht ins Negative, also nicht mit einer Negation, sondern immer ins Positive formuliert. Zum Beispiel könnt ihr auch, wenn sie sagt, ja, momentan ist es total stressig, dann könnt ihr entweder fragen, wann ist es nicht mehr stressig, das ist aber wieder so negativ. Also sagt ihr lieber, wann ist es denn ruhiger? Also ihr versteht, was ich meine. Versucht das Ganze immer ins Positive zu formulieren, damit sie in ihrem Kopf animiert wird, lösungsorientiert zu denken. Ganz wichtiger Punkt. Jetzt schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Es herrscht Weihnachtschaos, ihr Lieben. Ich war gerade ganz, ganz, ganz lange im Rewe. Es war wirklich echt voll. Und jetzt geht's noch kurz in den Aldi. Und dann habe ich es geschafft für dieses Jahr. So, ihr Lieben, jetzt ist es mal wieder dunkel. Das habe ich eigentlich überhaupt nicht so geplant. Ich wollte euch eigentlich noch im Hellen weiterdrehen. Aber gut, jetzt ist es so. Und ich bin mal wieder im Auto und ich habe einen super dicken Schal an. Deswegen sieht es hier jetzt gerade so ein bisschen strange aus. Aber guckt, das ist ein Schlauchschal, wie man so schön sagt. Ja, was ist ein weiteres Problem bei den Frauen? Ich habe gerade so ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich eine Situation mit beobachten durfte von einem Pärchen. Ich glaube, verheiratet waren die beiden nicht. Es ging einfach nur darum, dass sie sich über ihre Arbeitskollegin aufgeregt hat. Und die war irgendwie auch gar nicht so allzu weit davon entfernt. Also es war wohl irgendwie gerade erst ein Streit gewesen und der Mann kam dazu. Die Arbeitskollegin ist weg. Also es war in so einem Einzelhandelsgeschäft und ich habe den Kontext, also ich glaube, es ging ums Auspreisen. Ich glaube, es gab gewisse Weihnachtsschokolade, die jetzt schon günstiger verkauft wird und manche nicht, und die Arbeitskollegin hat irgendwas günstiger ausgepreist, was aktuell aber noch zum normalen Preis verkauft werden soll. So viel zum Ausgang oder zum, nicht Ausgang, Eingang, die Ausgangssituation. Ha, doch, das wollte ich sagen. Nun gut, auf jeden Fall sagte dann der Mann zu ihr, ja, erklär ihr das doch einfach das nächste Mal nochmal, wo sie das nachgucken kann, damit es nicht nochmal passiert und so. Und was ist dann passiert? Die Frau, und das ist geilerweise das, was ich euch als nächstes erklären wollte, war dann nicht wütend auf die Arbeitskollegin, sondern hat dann mit ihrem Mann gestritten, mit ihrem Freund, und hat dann von wegen, dass er ihr gar nicht gerade zugehört hätte und dass es darum gar nicht geht, bla bla bla. Und das war so witzig, weil es passt so ein bisschen, leicht interpretiert passt es ein bisschen zum nächsten Ding, was ich euch sagen wollte. Und zwar, dass es oftmals so ist, dass Frauen ganz anders an Probleme rangehen als Männer und es deswegen zu einem Streit kommt, der eigentlich unmittelbar mit dem Mann und der Frau als Pärchen gar nichts zu tun hatte. Oder auch in Freundschaften oder so. Und zwar, Männer sind ja meistens so, dass immer wenn irgendwie ein Problem oder wenn im Fußball was war oder auf der Arbeit oder so, sind Männer ja meistens sehr nüchtern in ihren Gefühlen. Und denken darüber nach und überlegen und tauschen sich vielleicht mit einem Kumpel oder mit einem Arbeitskollegen darüber aus, haben dann aber schon 2, 3 Handlungsalternativen im Kopf. Ich gucke die ganze Zeit, weil ich stehe falsch hier. Ich sag's mal ganz, ganz nett, ich stehe einfach falsch. Ich sage euch jetzt nicht, was ich getan habe. Na gut, auf jeden Fall, ja, so ist das beim Mann. Wie ist es bei der Frau? Vielleicht kennt ihr das Problem schon. Bei der Frau ist es so, dass die eher so durch diese Emotionen erstmal geht. Also das heißt, die fühlt erstmal den Ärger, diesen Frust und dass sie diese Situation jetzt nicht ändern kann und dass es jetzt einfach so blöd ist. Und ey, ich folge manchen Frauen auf Instagram oder auf Facebook. Ich lösche die dann immer sofort, wenn ich so einen Kram sehe, weil da hat gestern eine was geteilt. Ich mache von Beruf mich aufregen oder so ähnlich stand da und dachte ich mir,
Wie bescheuert. Warum beschließt man sowas? Ja, wieso sollte man sowas teilen? So ein dummer, negativer Glaubenssatz. So meinem, ich hauptberuflich rege ich mich auf. Toll, super. Bestimmt hast du einen ganz niedrigen Blutdruck und super Nerven und dir geht's prächtig. Nein, aber das geht ja, das schlägt dir aufs Gemüt. Mach das bitte nicht. Bitte nicht beruflich aufregen. Aber Frauen neigen halt dazu, die gehen durch diese Emotionen durch, zügeln sich da gar nicht. Und jetzt passiert Folgendes, wenn du als Mann dann sagst, ja, aber guck mal, du kannst doch deiner Kollegin das nächste Mal sagen, wo sie nachgucken kann, welche Produkte rabattiert sind, bla bla bla. Das weiß die selber, ja. Die ist dann erstmal böse, dass sie hat das Gefühl, der Mann wird jetzt auch zum Gegner. Das ist nämlich immer das Verrückte. Der Mann wird im Kopf der Frau sehr schnell zum Gegner. Obwohl er das ja gar nicht beabsichtigt, aber behaltet es immer im Hinterkopf bei diesen ganzen Konflikten mit den Frauen. Ob das beim Kochen ist und ihr kommt euch gerade ins Gehege, weil sie macht die Semmelknödel immer so und du hast es im Internet so gelesen. Dann hast du dich in dem Moment mit dem Internetartikel gegen die Frau verbündet und sie ist dann sauer auf dich, weil du vielleicht recht hast und das Rezept super ist, sondern einfach, weil sie in dem Moment das Gefühl hat, sie muss jetzt auch noch gegen dich mit diesem Gegner das Rezept argumentieren, weil sie möchte es anders machen. Okay, also es sind so Dinge, die Welt bewegen, ja, so ob da jetzt 7 Semmelknödel oder 6 reinkommen, juckt eigentlich am Ende nicht, aber okay, es geht einfach ums Prinzip und dann wirst du ihr Gegner, obwohl du es nur gut meinst. Du sagst dann, guck mal Schatz, ich habe nachgeschaut, das ist so und so. Und dann hat sie unterbewusst aber auch genau das im Kopf, nämlich, dass sie zu blöd ist, selber nachzugucken. Ist sie ja nicht. Nur sie hat da jetzt vielleicht keinen Bock drauf gehabt oder hat für sich beschlossen, weil sie so viel Kocherfahrung hat zum Beispiel, weil Frauen kochen ja klischeeweise mehr als Männer, dass sie da einfach das selber einschätzen kann, halt 6 Brötchen zu nehmen anstatt 7. So. Das ist ein Problem. Und ich muss sagen, das ist bei mir zum Beispiel häufig so, wenn ich irgendwie in einer Streitsituation bin, ich meistens so die sagt so, okay, wir bleiben jetzt ganz ruhig, ja, ist alles in Ordnung, wir finden eine Lösung. Aber man merkt immer so diesen inneren Impuls in sich, einfach mal zu machen, ja, einfach sich aufzuregen, weil es so leicht ist, dieser Emotion nachzugeben. Und eigentlich, sorry, ich denke mal, ich bin gemeint. Es könnte sein, dass mich gleich jemand, oh, da kommt ein Auto. Aber ich glaube, der kommt an mir vorbei. Also ich sag's euch jetzt, ich bin in einer Einbahnstraße andersrum reingefahren. Okay, nun gut. Also auf jeden Fall ist das etwas, was ihr bei Streitigkeiten immer im Hinterkopf behalten müsst. Also wenn ihr Frauen verstehen wollt, versteht, dass sie anders fühlen. Es hat nur nichts mehr mit dem Denken zu tun. Die fühlen ganz, ganz anders und die gehen bei einem Konflikt, bei einem Problem ganz anders da durch. So, und liebe Männer, das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, weil es ist einfach so und das wird sich bestimmt in 100 Jahren auch nicht ändern. Es wird immer Frauen geben, die diesen Emotionen so stark nachgeben, dass es einfach nur Riesenkrach gibt und Ärger und es richtig knallt. Und wenn sie sich dann beruhigt hat, dann kommt was ganz Verrücktes, dann kommt nämlich der Verstand durch und dann kann man plötzlich total sachlich über die Probleme sprechen und hat sogar mal ganz vernünftige Gespräche. Aber wehe dem, es kommt wieder irgendeine Emotion hoch, ja, oh mein Gott, dann hast du wieder die Diskussion deines Lebens. Und ich kann euch sagen, also wenn ich Diskussionen habe, auch jetzt beruflich bedingt, weil ich ja auch viele Frauen coache, ey, du willst die einfach nur gegen die Wand klatschen manchmal, weil die so extrem emotional sind. Ich habe da tatsächlich manchmal auch mein Problem, weil ich selber immer so versuche, so nüchtern zu bleiben. Und ich denke dann immer so, Alter, jetzt reg dich mal ab, lauf mal eine Runde um den Block. Also ich kann euch da echt verstehen, weswegen mir dieses Thema super wichtig ist. Ich habe es jetzt nur oberflächlich angekratzt. Ich möchte gerne mehr in die Tiefe gehen damit. Habe ich das nicht heute Morgen schon gesagt? Ich will mehr in die Tiefe gehen mit euch. Schreibt mir in die Kommentare, was bewegt dich? Was ist deine Erlebnisse zum Thema Frauen verstehen? Wo ist bei dir das riesengroße Fragezeichen im Kopf? Wo kann ich aufräumen, damit du ein bisschen, Ideen bekommst, Handlungsalternativen, Handlungsansätze, vielleicht auch ein bisschen diese Verständnisproblematik aus dem Weg zu räumen. So, ihr Lieben, ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben und wenn ihr mir ein Abo da lasst, so weiß ich, dass das, was ich hier produziere, super hilfreich für euch ist und dass ihr euch freut, wenn ich neuen Content hochlade. Heute war der 21. Vlog. Ich werde noch 3 Tage lang vloggen, 2 Tage davon auch noch aktiv mit Vlogs. Am 24. werde ich auslosen. Also macht jetzt noch super fleißig bei meinen Gewinnspielen vom Dezember mit. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe, wie man so schön sagt. Und jetzt bitte, bitte macht nicht den Fehler und geht morgen einkaufen. Ich hoffe sehr, dass ihr das alles schon erledigt habt. Es war heute schon die Hölle
Und es war einfach super voll. Alle Leute gehen einkaufen. Ich hoffe, ihr habt schon alles erledigt und könnt jetzt ganz entspannt dem 24. entgegensehen. Bis morgen!